Willkommen zurück zu Let's Play Fallout 4. Ich bin der Spartanier hier. Wir spielen als Ezio Auditore. Also frisurtechnisch, wenn ich das mal schnell demonstrieren darf. Ja, voilà, Ezio im Commonwealth. Und das ist der Nick Valentine. Alias Cyborg. Und er geht einfach mal voraus und wird abbraten da. Voilà. Also, wer es noch nicht mitbekommen hat, wir suchen Kellogg's Frosties. Also ein Typ, der Kellogg's heisst. Das ist der, der uns ganz am Anfang von unserer Geschichte das Kind entführt hat. Und der muss irgendwo in diesem Gebäude drin sein. Wir haben wieder ein bisschen Munition für unsere Lasermusketen. Darum geht es richtig ab. Oh ja. Yeah. So. Das ist ein ziemlich gutes Gebäude. Überall liegt Munition, Munitionskisten. Zeug und Sachen rum. Es tut richtig gut. Wir haben schon ewig lang nicht mehr gescheite Sachen gehabt. Ja. Legendäre Gegner werden es immer mehr. Und ja! Geschützt direkt um die Ecke. Das liebe ich. Jetzt können wir mal gucken, ob die Impulsgranate da etwas nützt. Die Wand überwerfen. Oh shit. Oh ja, das hat genützt. Wir sind fast da. Denk mal, auch gegen Sins. Das Haus seit 200 Jahren demoliert ist. Aber ich brauche keinen Mitbewohner. Verzieh dich. Oh, bitte, ich will zu dir kommen. Ich würde gerne bei dir schlafen. Ich bin so einsam. Okay. Na schön, wenn wir so Fusionskerne würden finden hier. Richtig schön. Ich hätte nie gedacht, dass du mal an meine Tür klopfst. Hab dir 50-50 gegeben, es nach Diamond City zu schaffen. Dachte, das Commonwealth würde dir dann den Rest geben. Gar nicht da. Ist ja mal um mich klar gsi. Okay. Mit den Gangsters. Ich habe sie gewonnen. Oh shit. Ja. Irgendwie ein Kabel rein. Endlich getroffen. Oh ja. So, noch einen braucht er. Hey, stark, Nick! Aber mir musst du jetzt gleich nicht abschießen. Guckst du mir an wie ein Psycho? So. Wow, was ist das? Hier aber was willst du hier denn erreichen? Das wird überhaupt nichts bringen. Aha, hier kommen wir natürlich. Ah, so ist das. Was ist das? Gut, kann ich nicht knacken. Kannst du mir das auftun? Kann ich was für dich Kannst tun? Du das Terminal entsperren? Na klar doch. Da bist ein geiler Sieg. Was ist das? Amateur hat... Oh. Das ist clever.
Aber wenn ich... Dann wollen wir mal sehen. Militäruniform. Kein Schutz, so gar nicht. Das ja. Auch nicht. Oh, bitte, komm. Aha. 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 Hm. Das hier übersteigt meine Fähigkeiten. Nicht geschafft. Das erknacke ich sicher nicht. Shit. Immerhin das. Money. Lotti Rüstung. Wenn wir es brauchen. Aber weg damit. Wow! Das können wir gut brauchen. Shit! Wir sehen ja richtig. Yeah. Fett aus. Okay, falsch Zeitpunkt. Okay, Nick, come on. Weiter geht's. Oh shit! Vielleicht eine Waffe, was nicht gerade so schade drum ist. Gerne. Offenbar haben die automatisierte Verteidigung. So. Hammer. Was das? Da. Was machst du da? Oh shit. Shit, das habe ich nicht gesehen. Oh, wir gehen gerade drauf. Also, meine auslegen, falls sie da raufkommen. Pass auf! Bis ich regeneriert bin. Tja, wenn es nicht anders geht. Oh shit! Another! Darf man sich wagen, für ihn zu gucken? Luft ist rein, denke ich. Oh ja! Da kann ich doch einen Schluck Wasser wählen. Oh. Danke, das nehmen wir. Danke, das nehmen wir. Sehr schön. Ja! Ich habe es gerade gedacht. Kann ich gerade gucken. Oh, kommt jemand. Musstest einfach wiederkommen, was? Weil mein Leben sagt, das ist die letzte sein, die du siehst. Du blühtest! Wir gehen uns nicht mehr auf die Nerven. Die, hä? Du hast mir die Zalomerza. Wow. Das sieht so ein bisschen versucht da innen aus. Alles gut. Schlaus. Leider nein. Hier haben wir noch Munition. Stark. Oh, hoppla. Ja.
Das ist ja mal ein blöder Blunder. Du hast etwas verloren. Hallo? Jemand zu Hause? Oh shit. Man hat es einfach klopfen. Wir sind anscheinend im Spitalzimmer. Oh ja. Fällt mir der Raum nicht so. Oh! Quantum! Oh yes! Perfekt! Energiewaffe. Kritischer Schaden. Stark! Yes, jetzt habe ich schon... Drei, kann das sein? Bewegung entdeckt. Oh shit. Ich habe sie gefunden. Oh, das ist... Oh! But down! Aber ja, da ist noch zweite, gell? Was ist das? Du musst das nicht holen. Komm, guck noch eins führen. Oh ja. Nein. Was verfehlt? Okay. Fertig, nervöse Musik. Ich denke, hier geht's weiter. Vielleicht gibt's da hier noch etwas. Oho! Quantum. Ein bisschen Quantum Trost. Passwort zur Waffenkammer. Ich habe sie bis jetzt nicht gesehen, also wird sie wahrscheinlich noch kommen. Du hast Mumm und bist entschlossen, dass du wunderst. Aber du kannst dir gar nicht vorstellen, wie sehr du dich hier übernimmst. Okay, Splittermine. Ja! Immer gespeichert. Ja, zum Glück. Komm. Gehen wir jetzt ein bisschen zurück. Schnappst dir! Schnappst dir! Gudi, gudi. Shit. Extremität beschädigt. Ah, hat mich ganz schön erwischt. Scheiße. Was das? Oh, er kassiert. Er kassiert. Komm. So bekommt man den Kühlmittelkreislauf auf. Da, eh nicht lebt noch. So. Mission, das ist doch gut. Hey, ich freue mich schon auf die Waffenkammer. Das wird mir so richtig gut tun. Noch ist es nicht zu spät. Hör auf und geh. Du hast diese Option. Das können nicht viele von sich behaupten. Gib's zu, du hast einfach Angst. Dann zeig's mal. Jeder überlebte Kampf ist ein guter Kampf, oder was? Mit ein bisschen Munition.
da geht es ja noch ein bisschen viel weiter. Da. Das ist jetzt die Waffenkammer. Geil, geil. Oh ja. Oh, bitte, bitte. Bitte, da muss etwas Gutes drin sein. Fährt schon mal gut an mit Drogen und Stimpack. Und noch mehr Stimpack. Oh shit. Ich bitte ja nicht mal. Also nicht, dass das eine Option wäre. Schwitzen ist keine Option. Gemacht. Oh! Oh yes! Oh yes! Oh yes! Oh yes! Das übertrifft meine kühnsten Vorstellungen. Oh man! Oh man! Das Game ist geil. Das habe ich so dringend gebraucht. So dringend. Sehr schön. Oh, ho, ho, ho. Chickabamba. Okay. Wie schön. Ja, hammer schön, hä? Hey, ist ja der Wahnsinn! Aber ich glaube nicht, dass es eine gute Idee ist hier. Im geschlossenen Raum. Aber die Doppelläufige. Das ist eine gute Idee. Vor allem pennen ist eine gute Idee. Junge, sehr schön. Läuft. Noch ein bisschen Stimpacks wäre schön. Geschafft. Oh. Hey, das geht uns heute gut. Unglaublich. Und noch Computer da. Zum Hacken. Cobra. Reach. Cash hat schon zwei. Und Netzi. Netzi. Das kann sein. Geschafft. Jawohl. Ist der Turm, den wir schon zerstört haben? Das war hier. Oh, wow, 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 wow. Niemand daheim. Gefängnislob. Anlegen! Wir sehen so abgefuckt aus. Sieht so nachher Präsidenten-Suite aus hier. Gut. Oh. Geschafft. Du findest mich gerade aus. So. Meine ja.
Fusionszelle. Reden wir. Boah, hat er jetzt die Tür aufgesperrt? Stress, ich muss zuerst gucken, ob es hier noch etwas hat. Okay, jetzt. Aber reden, gell? Nicht mehr. Ah, es hätte ja müssen so weit kommen. Seht ihr schon da hinter dran im Versteck? Oh shit. Ich dachte mal, das wäre ich. Oh, du bist lieb. Du hast einen langen Weg hinter dir. Schieß los. Du psychopathischer Mörder und Entführer! Gib mir schon! Sofort! Also gleich ran an den Speck, was? Von mir aus. Dein Sohn Sean. Toller Junge. Vielleicht ein wenig älter als du dachtest, aber das hast du ja mittlerweile wohl selbst rausgefunden. Aber wenn du auf ein glückliches Wiedersehen hoffst, muss ich dich enttäuschen. Dein Sohn ist nicht hier. Sag mir, wo er ist, verdammt nochmal! Okay. Das hast du dir wohl verdient. Sean ist an einem guten Ort, an dem er sicher ist und geliebt wird. In seinem Zuhause. Im Institut. Ja, es gewusst. Also, wo ist es, dieses Institut? Wie komme ich dorthin? Hast du denn nicht aufgepasst? Man findet das Institut nicht. Das Institut findet dich. Man macht den Schrank auf und es ist nur ein Schrank. Man findet nie das Monster darin. Bis es einen eines Tages anspringt. Aber wir haben jetzt lange genug geredet. Wir beide wissen, wie das hier enden muss. Also, bereit? Ich lese Sarkasmus, komm. In 100 Jahren, wenn ich dann endlich sterbe, komme ich hoffentlich in die Hölle. Damit ich dich immer und immer wieder umbringen kann, du Stück Scheiße. Komm. Lass mir Ruhe! Oh shit. Oh shit. Das überleben wir nicht! Also. Ich glaube, ich habe nicht gespeichert. Okay. Laufen wir da mal weg vom Gespräch. Okay, also. Du hast einen langen Weg hinter dir. Schieß los. Ja, also was ich jetzt mache. Ich beende jetzt die Folge hier. Und nächstes Mal treten wir Kellogg's in den Arsch. Dann haben wir den gestampften Kellogg's. Mit ein bisschen Milch. Wird das ganz fein. Also, abonnieren nicht vergessen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao zusammen.